Herzlich willkommen bei Eumelie LP zu einer neuen Folge von Die Kunst des Mordens. Ich muss zugeben, ich habe mir unter diesem Spiel ein klein bisschen was anderes vorgestellt. So wie es aussieht, hat es mehr Wimmelbildcharakter, als ich dachte. Ich hoffe trotzdem, es gefällt euch. Falls nicht, schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten, ja, wünsche ich uns weiterhin viel Spaß. Mir ist mittlerweile aufgefallen, weil ich in der letzten Aufnahme einen Fehler gemacht habe. Ich habe die Aufnahme am Ende der Aufnahme gestartet. Also, ihr könnt euch vorstellen, kein Video, kein gar nichts. Ich musste jetzt nochmal komplett bis zu dieser Stelle spielen, weil es hier blöderweise keine Speicherung gibt in dem Sinne. Also ich habe versucht, mit Profilen vielleicht zu arbeiten, aber irgendwie haut das auch nicht so hin. Das heißt, wenn hier irgendwas schief läuft, müsste ich dann immer wieder bis zu dem Punkt spielen, wo es schief gelaufen ist. Und das ist ein bisschen blöd. Aber na gut, ich bin jetzt da angekommen, wo wir stehen geblieben waren. Nämlich bei unserem Code für den Safe. Und da wollen wir jetzt mal weitermachen. Ich hoffe, ich vergeig es nicht nochmal irgendwann, dass ich die Aufnahme so blöd vergesst zu beenden und dann denke ich, habe sie beendet und wieder neu starte und ja, Kuddelmuddel gibt, ne? Also, dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Wir gehen erstmal nach oben. So, wir hatten ein Datum. 23.08.1960. Okay, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen hier... Ah ja, genau. Um den Safe zu öffnen, benötigst du die richtige Kombination. Bewege dazu die Nummernscheibe, während du die linke Maustaste gedrückt hältst. Dies musst du bei jeder Zahl durchführen. Wenn du die falsche Kombination eingibst, musst du von vorn beginnen. Okay. Fangen wir mal mit der 2 an. Komm, dreh dich. 2. So, dann kam eine 3. Juhuhu, dreh dich rum. 3. Dann kam eine 0. Und eine 8. Eine 1. Eine 9. 6 und eine 0, wo ist die 0? Hier, da. So, jawohl, es hat geklickt. Wir gehen mal an den Griff. Ja! Die Kiste, von der die Assistentin sprach, ist nicht hier. Aber da ist ein Dokument. Ein Entwurf eines Kaufvertrags für irgendwelche Zettel. Über eine Menge Geld, 20.000 Dollar. Dazu muss ich die Assistentin befragen. Okay, gucken wir mal. Kann man das nicht nehmen irgendwie? Nee. Okay, schade. Ich dachte, man kann das mitnehmen. Die Kiste ist nicht im Safe. Wo könnte sie bloß sein? Könnte der Mörder sie mitgenommen haben? Vielleicht war er ihretwegen hier. Ich habe den Entwurf eines Vertrages über den Kauf einer Gazettel für 20.000 Dollar gefunden. Verkäufer war ein Mann namens Edgar Freeman. Diesen Kauf hat Mr. Raven selber arrangiert. Ich kenne die Details nicht. Wer ist Edgar Freeman? Ich weiß nur, dass er ein sehr reicher Antiquitätensammler ist. Ich bin ihm noch nie begegnet. Gut, das wären dann alle Infos, die ich im Moment benötige. Werden Sie den Mörder finden? Das ist nicht der erste Mord an einem Antiquitätenhändler. Wir haben alle große Angst. Ja, wir werden ihn finden. Hoffe ich mal. Um es zusammenzufassen. Der Mörder brach in die Wohnung ein, als er den Antiquitätengeschäftsbesitzer an seinem Schreibtisch sitzen sah. Schlich er sich an ihn heran und setzte ihn außer Gefecht. Und dann erschoss er ihn. Der Mörder stahl die Zettel, die Raven von Edgar Freeman gekauft hatte. Ich werde morgen zu Freemans Haus fahren und ihn vernehmen. Aha, und schon sind wir woanders gelandet. Sehr schön. Hier wohnt ein reicher ein reicher Antiquitätensammler, ein Mr. Edgar Freeman. Er hat den
Antiquitätengeschäftsbesitzer irgendwelche Zettel für 20.000 Dollar verkauft. Vielleicht bereute er seine Entscheidung und wollte sie zurückhaben. Und als er Raven nicht dazu überreden konnte, heuerte er jemanden an, der die Zettel stehlen sollte. Vielleicht verlor der Räuber die Kontrolle und erschoss Raven. Keine Ahnung. Wir gehen mal da in diese Tür. Aha. Okay, wer bist du? Frau des Antiquitätssammlers. Nicole Bonnet, FBI. Kann ich mit Mr. Edgar Freeman sprechen? Wissen Sie es denn nicht? Mein Mann hatte einen Herzinfarkt. Die Beerdigung war gestern. Das tut mir so leid. Das wusste ich nicht. Ich führe die Ermittlungen in einem Mordfall durch. Der Besitzer eines Antiquitätengeschäfts, Clifford Raven, wurde ermordet. Mein Gott, er ist auch tot? Er wurde letzte Nacht getötet. Kannten Sie ihn? Nicht sehr gut, aber mein Mann stand mit ihm in Verbindung. In den Tagen vor Edgars Tod waren sie ständig in Kontakt. Wissen Sie, worum es dabei ging? Sie waren ja beide in derselben Branche. Edgar war Antiquitätensammler und Raven verkaufte Antiquitäten. Ich muss Ihnen diese Frage leider stellen. Unter welchen Umständen starb Ihr Mann? Wir wollten eigentlich zu einem Konzert gehen, aber Edgar entschied sich, zu Hause zu bleiben. Als ich wieder nach Hause kam, lag mein Mann auf dem Fußboden. Der Arzt konnte ihm nicht mehr helfen. Er war bereits tot. Hat Ihr Mann Probleme mit dem Herzen gehabt? Ja, und in letzter Zeit ging es ihm nicht sonderlich gut. Können Sie mir das Zimmer zeigen, in dem Sie ihn gefunden haben? Sein Arbeitszimmer, natürlich. Okay, gucken wir mal. Das ist wohl das Arbeitszimmer. Gehen wir mal rein. Noch ein Toter. Bin ja mal echt gespannt, was hier so kommt. So, ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches im Arbeitszimmer aufgefallen? Hat sich in letzter Zeit etwas verändert oder fehlt irgendetwas? Eigentlich nicht. Seit Edgars Tod habe ich nichts angerührt. Aber es sollte nicht schwer sein, herauszufinden, ob etwas fehlt. Wie denn? Edgar hatte vor kurzem alle Gegenstände im Haus katalogisiert. Sie können sein Arbeitszimmer mit seinen Fotos vergleichen. Aha. Oh je. In manchen Rätseln musst du nach Unterschieden suchen. Die Anzahl der Unterschiede, die du noch finden musst, wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Aha. Okay. Ich sehe was. Das eine ist schwarz-weiß und das andere ist Farbe. Können die denn nicht beide farbig sein? Wäre mir lieber. Uje, in einigen Rätseln ist die Zeit dein Gegner. Die Zeit wird mit der Sanduhr links unten auf dem Bildschirm gemessen. Wenn du ein Rätsel nicht innerhalb der Zeit löst, musst du von vorne beginnen. Ich hasse das. Ich immer gegen die Zeit. Okay, und so wie es aussieht, läuft die Zeit auch direkt los. Na, dann wollen wir mal schauen. Rätsel, 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 Unterschiede, Unterschiede, wo seid ihr? Ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Waage, das Hölzer, da ist ein Blumentopf, da ist ein Ding, das sieht so aus, wie es aussehen muss, fast. Ah, da fehlt was. Okay, das Bild hier. Da ist was anderes. Aha. Okay. Ich meine, ich suche gerne nach solchen Unterschieden, aber am liebsten dann, wenn die Sachen auch genau gleich aussehen. Sprich, also irgendwie nicht eins schwarz-weiß und das andere eben nicht. Was sind das überhaupt für komische Flecken auf dem anderen Bild? Ich glaube, die haben nichts zu bedeuten. Das sind einfach irgendwelche Altersdinger, okay. So, was haben wir denn hier unten? Da ist auch was anders. Okay. Ja, ist da was? Nee. Hier. Sieht aus. Da sieht aus. So. Bücher. Oh Gott, oh Gott. Kerze. Schirmchen. Dings. Ah, da ist noch ein Unterschied, sehe ich gerade. Da ist das. Mhm.
Okay, haben wir hier oben noch was anderes? Die Eule. Hm? Ne, da ist nichts. Die Kerzen. Was ist das da für ein Ding? Nee. Da vielleicht auch nicht. Nee. Oh oh. Hilfe, Hilfe. Ich glaube, das wird so schwer. Sorry. Bücher. Da, 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 da. Oh, was ist das? Das da? Drum, 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 drum. Das Ding sieht so aus. Da irgendwas anders? Nee. Das steht da auch. Das auch. Hier ist auch alles okay. Da ist was. Nee. Man weiß gar nicht, auf welches Bild man hier eigentlich gerade suchen sollte. Oh je. Noch 11? Wie war es noch 11? Ach, war die Zeit schon um? Oh Mist, das kriege ich ja gar nicht mit beim Suchen. Das ist ja blöd. Ja, das ist dann mehr als blöd. Okay, wo war denn noch was? Hier war was. Das war da. Hatte ich jetzt den komischen Löwen-Dings da schon? Oh Gott. Hilfe, Leute, Hilfe. Ich sehe gar nichts. Das Ding. Gott. Entschuldigung. Nichts. Mit dem Schaukelpferd ist irgendwas anders, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Nee. Ah, shit, shit, shit. Wo ist hier noch was? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Das Ding habe ich, glaube ich, gefunden gehabt. Oder? Och, helf mir mal irgendwie. Nee, ich will jetzt keinen Tipp ausgeben. Nachher ist er weg. Ich glaube, ich muss hier eh nochmal von vorne anfangen. Ist ja doof. Das hängt da. Das ist... Ah, eine Sache gefunden. Aber das hilft mir nichts. Wir brauchen immer noch 5 Sachen. Die Zeit ist gleich wieder um. Oh, ich hasse so Sachen. Warum können die das nicht beides bunt machen? Das ist doch viel, viel besser. Ich weiß immer noch, was ich suche. Ich sehe kaum was. Da vielleicht? Nee, da ist auch nichts mehr. Ah Gott, ich krieg die Krise hier. Ist das was hier? Nee. Oh, blöd, wenn man nicht weiß, auf welchem Bild soll man eigentlich suchen. Nee, das ist nix. Ja, gut. Komm, Zeit. Geh nochmal von vorne los. Ungefähr. Dann... Nö. Oder auch nicht. Oder haben wir es jetzt ganz vergeigt? So, fängt wieder von vorne an. Na toll. Wo waren wir denn ungefähr? Hier hatten wir was gehabt. Irgendwas war hier. Ah, da. Einmal. Zweimal. Dann gucken wir erstmal da, wo wir schon wussten. 3, 4. Der Löwe, da war nichts. Nee, aber hier. Ach Gott, nee. 6. Also ich erkenne hier kaum was, ganz ehrlich. Das ist super schwer für mich. Da nichts. Das da. Da ist was anders gewesen. So, hier war was. Der Ball sieht eigentlich genauso aus. Ja, das ist auch. War hier nicht was gewesen? Irgendwie. Ah, noch 3 Sachen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gib mal einen Tipp. Komm, wo kriegen wir den Tipp da oben? Okay. Ah, da ist nichts. Da müssen wir klicken, okay.
Oh mein Gott, ja, also das sieht aber genauso aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, die ist wohl nur abgeschnitten auf der anderen Seite. Ach Gott, nee, bei dem Pferdchen da irgendwie was. Ha, ich finde nichts mehr, ich finde nichts mehr, Leute. Das ist echt zum verrückt werden. Was ist da jetzt noch? Hat da irgendwer erkannt, was das gewesen sein soll? Ich habe nichts erkannt. Es irritiert mich hier. Da ist irgend so ein Frag mich mal Ding. Da stört mich total. Okay, da unten ist, aber das sind Wasserflecken oder was soll das sein? Komische Kiste da. Oh, komm, zeig mal was. Irgendwas. Hilf mir. Ich will dieses Ding schaffen. Gleich ist die Zeit um. Das ist auch da. Das da. Ach, ehrlich, ich hasse sowas. Komm, schnell, 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 schnell. Ich will noch einen Tipp kriegen. Gedüdüdüd. Geht Tipp? Hallo, da. Gut. Nein, nicht schon wieder von vorne. Ach, ich kotze doch ins Essen. Ehrlich, Leute. Das ist ja so fies. Also nochmal, wo war denn da noch alles? Himmel. Oh, ich sehe nämlich überhaupt nichts, ganz ehrlich. Ich klicke hier relativ blind gerade durch die Gegend, um die Sachen zu finden, wo ich mir ungefähr gemerkt hatte. Da ist was. Weil ich nichts erkenne. Gar nichts. Null, nada, nix. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich überall war. Och, Mano. Da ist was gewesen. Da war was. Und da der komische Ring, genau. Man weiß auch gar nicht gerade, auf welchem Bild man hier eigentlich jetzt gerade suchen muss. Toll, jetzt haben wir noch vier Sachen, die fehlen. Oh, es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ich weiß immer noch nicht, ob hier nicht irgendwie was war. Der Ball. Ja, genau, den da hatten wir noch. Komischen Löwen, da war nichts, ne? Gib mal einen Tipp her. Irgendwo da oben, genau, da war noch was. Jetzt müssen wir wieder warten. Ja, noch zwei Sachen, hilf mir. Da, eine Sache noch. Das kriegen wir hin. Diesmal kriegen wir das hin, auch wenn ich selber nicht finde, was. Ich klicke lieber nichts an, sonst kriegen wir vielleicht noch Zeit abgezogen oder so. Keine Ahnung. Bei manchen Spielen ist das so. Der sitzt da drauf. Ich wüsste nicht, wo hier noch ein Unterschied sein soll. Könnt mir ja mal schreiben, wie ihr dieses Ding hier findet. Also ich suche mich hier dumm und dämlich. Also ich finde das sau schwer gemacht mit so einem schwarz-weiß verknuddelten Ding da und einem schönen Farbfoto und Unterschiede finden. Nein, das ist auch da. Das ist auch alles hier da. Die Bücher sind. Man kann ja noch nicht mal in den Büchern irgendwie Unterschiede feststellen, weil die ja farbig sind und die da halt nicht, ne? So, gib Zeit. Ach, da oben noch. Okay, zack. So, geschafft. Puh. Der eine oder andere Gegenstand fehlt tatsächlich. Okay. Mein Mann hat einige Sachen zum Versand vorbereitet. Vielleicht sind sie das. Diese Sachen sind also nicht hier. Doch, aber auf dem Schreibtisch. Schauen Sie selbst. Schreibtisch, okay. Machen wir den jetzt noch? Na gut, machen wir den Schreibtisch da noch. Wo ist der Schreibtisch? Kommen wir da nicht hin? Auf den Schreibtisch? Hallo? Jetzt sind wir raus. Okay, wir wollen aber wieder rein. Ah, eben habe ich hier so ein. Oder ist das der Schreibtisch? Nee. Das ist doch ein Schreibtisch hier, Leute, oder? Bin ich jetzt doof? Hallo, Mauszeiger, ändere dich doch mal.
Ja. Ich komme gerade nicht an diesen blöden Schreibtisch ran. Oder ich stelle mich gerade wieder zu blöd an. Hat der sich jetzt aufgehängt? Hallo, lass mich doch mal an den Schreibtisch da. Oder von welchem Tisch ist denn... Da ist sonst kein Schreibtisch. Was ist das? Aha. Das ist jetzt der Schreibtisch. Na super. So, wir suchen Lebensmittel, Schildkröte, Kompass. Lebensmittel, Schild... Da haben wir erstmal so eine Uhr. Lebensmittel, Schildkröte, Kompass. Ich sehe einen Würfel. Da sowas. Ach, das war ein Frosch. Lebensmittel. Was ist mit Lebensmittel gemeint? Das da vielleicht? Nee. Oh, das geht auch wieder nach Zeit. Himmel, nee. Gut, gucken wir mal. Hut weg. Eine Maske. Ist das ein Lebensmittel? Nee. Ein Kompass. Da. Huhu. Nimmt er nicht. Oh Gott, das ist ein Schlangendings. Pferd, Schokolade, Filzstift. Sag mal, was soll ich hier suchen? Kokosnuss, die haben wir hier. Football. Hallo? Ach nee, nicht schon wieder so ein Krampf. Aber Maske, Schildkröte, Kompass, Lebensmittel. Ich weiß nicht, welches Lebensmittel das Ding da mal. Ist das Kompass? Da haben wir einen. Lebensmittel. Gute Frage, nächste Frage. Schildkröte. Das ist doch eine Schildkröte hier, oder? Könnte doch eine sein. Warum bist du keine? Okay. Pferd, Schokolade. Pferd. Ach, da ist eine Schildkröte. Guck an. Tatsächlich. Schuhe. Da haben wir Schuhe. Den Football. Oh Mann. Ich bin so mies heute. Irgendwie. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Keine Ahnung, wo hier eine Schokolade sein soll. Was ist denn das da? Eine Miezekatze, ach so. Mit einer Krone auf dem Haupt. Ein Filzstift. Ah, da vielleicht ein Stift. Sowas? Das Bleistift, nee. Maske. Leute, ich brauche einen Tipp. Hilft da alles irgendwie nichts. Ich habe keinen Plan, ey. Ist das die Maske? Oh, wei. Ein Pferd. Ich suche immer noch ein Pferd. Ist auch kein Pferd. Wo ist denn hier ein Pferd, bitte? Da ist ein... Radio. Nee. Nee, das wird wieder nichts. Ich sehe schon. Da kann ich auch zwei, dreimal suchen. Also irgendwie ist hier alles sehr gut versteckelt. Schokolade. Hat einer von euch die Schokolade gefunden? Sollte es da Schokolade... gut. Nochmal von vorne. Der Hut weg. Buchstabe A. Mhm. Ja, wenn ich ihn finde, sage ich Bescheid. Was noch? Streichhölzer, Schokolade, Schlange. Ist das die Schlange? Ja. Streichhölzer. Ja. A. Mutter. Eine Mutter. Was ist jetzt bitte mit einer Mutter gemeint? Eis, Bernstein. Ist das ein Eis? Hm. Bernstein, da. Messer, Mutter, Frosch, Schuhe. Ah. Frosch. Schildkröte. Oh Gott, wo ist eine Mutter? Was ist eine Mutter hier? Streichhölzer, Schokolade. Ich habe immer noch diese blöde Schokolade zu suchen. Gut, hilf mir mal. Ich komme hier irgendwie gerade nicht vorwärts. Das soll Schokolade sein. Nee, das war irgendwas anderes. Ey, fies. Ich dachte, du zeigst mir jetzt... Ach, da ist ein Football. Guck mal, ganz winzig klein. Den findet doch kein Mensch. Das ist ein Blatt. Was suche ich denn überhaupt noch? Streichhölzer, Schokolade, Hufeisen. Streichhölzer. Sieht hier irgendeiner von euch Streichhölzer? Ich sehe gerade wieder gar nichts. Irgendwie ist das nicht meins heute.
Das Problem ist, bei diesen blöden Dingern, die man um die Zeit spielt, man kann sie nicht einfach unterbrechen. Ha! Das waren die Streichhölzer. Jetzt müssen wir noch die dumme Schokolade. Es ist mit Sicherheit keine Schoki. Wo ist hier Schokolade? Hallo, zeig dich mal. Oder... Ach, da unten. Ach, jetzt haben wir immer noch diese dumme Mutter, wo ich nicht weiß, was es sein soll. Ja, Mutter. Das ist eine Glühbirne. Oh Gott, was ist eine Mutter? Ah, sowas wäre schön. Bonbons. Ist das eine Mutter? Nee, das ist ein Geweih, das sind Handschellen, das sind Münzen. Ach Gott, nee, ehrlich, eine Blume finde ich. Was ist das, eine Mutter? Ah, das war sie. Hier habe ich nichts Interessantes gefunden. Ich muss die Witwe nach der Kiste befragen, die Raven ihrem Mann abgekauft hat. Ja, tu das. Und das... Hat ihr Mann in letzter Zeit etwas an Mr. Raven verkauft? Ah ja, jetzt wo sie es erwähnen, er hat ihm eine kleine Kiste verkauft. Darin hatte er seit Jahren irgendwelche Zettel aufbewahrt. Was für Zettel? Worum es bei den Zetteln ging, weiß ich nicht. Mein Mann hat diese Zettel mal für wertvoll gehalten, dann aber sein Interesse an ihnen verloren. Sein Interesse verloren? Angeblich sollten die Zettel zu einer Art Schatz führen. Mein Mann war sich nicht sicher, ob er das ernst nehmen sollte. Das Ganze war ihm ein bisschen peinlich. Er gab mir nie eine richtige Antwort, wenn ich ihn darauf ansprach. Er hat zu dieser Geschichte also nie etwas gesagt. Es hieß, ein Mann hätte in einem U-Bahn-Schacht irgendwo in New York eine beachtliche Geldsumme versteckt. Klingt ganz schön ländlich, oder? Irgendwann begann die Sache meinen Mann zu langweilen, also verkaufte er die Zettel. Wissen Sie, wie viel er für sie erhielt? Die Details verriet er mir nicht. Ich müsste unseren Anwalt bitten, in den Verkaufsunterlagen nachzusehen. Könnte es sein, dass er die Dokumente noch jemand anderem als Clifford angeboten hat? Das hätte er sich in seinen Tagesplaner notiert. Der Tagesplaner müsste auf seinem Schreibtisch liegen. Schauen Sie ruhig nach, wenn Sie wollen. Nein, wir wollen jetzt nicht mehr nachschauen. Mir reicht's jetzt erstmal. Das heben wir uns dann für die nächste Folge auf, würde ich sagen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser Sucherei hier. Hat halt leider doch, wie gesagt, mehr Wimmelbildcharakter, als ich gehofft hatte. Eigentlich wollte ich ein Adventure spielen und nicht ein Wimmelbild hier fabrizieren. Aber na gut, schauen wir mal. Vielleicht kommen ja noch andere Sachen, von denen wir noch gar nichts ahnen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommis, wie ihr das bis jetzt findet. Und ich verabschiede mich dann fürs Erste. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss.